Der Angel Radio Dance Palace 98, das war ein Squeezer mit Without You. So, jetzt haben wir's. Sayonara. Ni hao, ni hao. No, annyeonghaseyo means hi in Korean. Aha, das heißt also hi. What is hi in Korean? Annyeonghaseyo. 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 Relativ lange Ansage für einen kurzen Gruß. Das ist Tina von Sweetbox bei uns hier beim Angel Radio Dance Palace. Sie kommt gerade frisch aus Asien, war dort in Korea und noch ein paar anderen Ländern. So, und jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, Tina, ob du auch was gelernt hast. Also wir haben hier ein bisschen was Nettes vorbereitet. Wir haben hier diese wunderschönen Stäbchen. So, ja, please jetzt, take those jetzt sticks. Kommt ein richtiger Geruch. Ja. Sushi. Stinkt Sushi. Wow, roher Fisch. Okay, wir wollen ja auch nicht wirklich essen. Wir wollen ja erstens euch nicht den Hunger zu Hause verderben mit dem rohen Fisch. Ich meine, wer es mag, ist okay. Wir wollen aber was lernen. Und zwar, wie macht man mit den Stäbchen, fasst man was richtig an? So, how do we have to use these wooden sticks? Show the us. The best it, way you can. I'm not really good at this, but I'm going to show you. Pick up the big things because it's easier. Okay. Wie machst du das? So, like this. Like, eee, that was nasty. Just like this? Like this. This. Like this. Okay. And then you and squeeze. Ah, yeah, that's good. Okay, Sabine, ja, Sabine, ghetto style. Ich hab eins. But you did it. Einen geangelt, ja, geil. Das geht auch. Super. Wir können demnächst Sushi ohne Bedenken zum Sushi-Menschen gehen und dort essen. Und wir versuchen es dann vielleicht das nächste Mal auch noch mit Reis. Vielleicht klappt das ja auch. Frank, nur ist mal gut, jetzt nicht alles aufräumen. What have you done in Asia? We did a lot of clubs, we did promotion tours, massive autograph signings, TV shows, radio shows, shopped, met a lot of the Korean and Asian fans and had a really good time. Also sie war viel auf Promotion Tour, hat viele Konzerte gegeben, TV-Auftritte gemacht und das Zeug, was man so alles machen muss. And where did you give concerts? In Korea, everywhere actually. I can't remember all the names, but we're headed back. Frank saut hier ohne Ende mit dem Sushi rum. Der Fisch war noch lebendig. Man weiß das ja bei Sushi, das ist alles nicht gekocht. Der konnte sogar noch springen. Oh, actually we're going back to Japan again on the 29th for 2.5 weeks because the album is double platinum there and they really like us over there. So we're gonna go there and represent Sweetbox in Asia again. Also, sie ist mega erfolgreich in Asien, ist da in diversen Ländern aufgetreten. Doppelplatin ist es in Japan. Aha. Wahnsinn, das neue Album. Also es gibt unheimlich viele Fans ganz offensichtlich in Asien von Sweetbox. Thank you very much, Tina. Vielen Thank Dank. Thank you. I love you guys. Have fun. Ja, Sweetbox auf jeden Fall die Platte kaufen. Wir gehen jetzt rüber zu Thorsten Engel. Der steht nämlich im VIP-Bereich. Und der hat einen Mann, der mit Toni Kultura zusammen produziert, nämlich Aris Bülent.